Hey zusammen, Togi hier. Tja, das letzte Togi News Video ist ja schon eine ganze Weile her und in der Zwischenzeit ist sehr viel passiert auf meinem Kanal. Wenn dich interessiert, was es Neues gibt und wenn du vielleicht wissen möchtest, ob du eine Checkery Explorer 500 mit Solarpanel gewonnen hast, dann bleib dran. Ja, zuerst einmal ein herzliches Willkommen an alle Neuen hier auf dem Kanal. Wir sind ja mittlerweile über 7500 Abonnenten hier. Eine unglaubliche Zahl, mit der ich vor einem Jahr noch nicht gerechnet hätte. Also, herzlich willkommen und viel Spaß hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei und ihr haltet mir sehr lang die Treue. Aber nicht nur neue Leute gibt es hier auf dem Kanal, es gibt auch noch sehr viele Leute, die tatsächlich von der ersten Stunde an, also quasi von der Gründung meines Kanals mit dabei sind, was mich extrem freut. Und viele lese ich tatsächlich in der Zeit nicht in den Kommentaren, aber hin und wieder kommentiert dann doch mal wieder einer, wo ich mich freue, dass derjenige dann immer noch dabei ist. Also mega cool, herzlichen Dank an der Stelle. An der Stelle muss ich mich natürlich auch nochmal extra bei euch bedanken, denn dank euch konnte ich jetzt seit 1. Mai meine reguläre Arbeitszeit von 40 Stunden auf 32 Stunden reduzieren. Das heißt, ich habe jetzt einen Tag pro Woche, ja, mehr Wochenende, ich gehe nur noch 4 Tage arbeiten und halt dank euch, dank diesem YouTube-Kanal, der mir das jetzt hier ermöglicht. Und ja, wenn das weiter in diese Richtung gehen würde, das wäre natürlich mein Traum, mein Ziel, das wäre mega toll, da würde ich mich übelst freuen, weil mir macht das unglaublich viel Spaß, diese YouTube-Videos machen, auch wenn es aufwendig ist und viel Arbeit kostet und teilweise ich noch abends bis in die Nacht reinsitze, um Videos zu schneiden und Konzepte zu schreiben etc., ist egal. Also mir macht das unglaublich viel Spaß und ich würde mich natürlich freuen, wenn daraus irgendwann mal, ja, eine Art Selbstständigkeit wird. Das wäre natürlich mega cool. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle, dass ihr mir sozusagen den ersten Schritt in diese Richtung ermöglicht habt. So, kommen wir auch schon zu den Neuigkeiten. Übrigens, weil ich es gerade sehe, hier hinten habe ich eines meiner ersten YouTube-Videos gedreht, beziehungsweise auch die Togi News-Videos sind hier entstanden. Ja, der ein oder andere, der schon länger auf dem Kanal dabei ist, der wird sicherlich festgestellt haben, es ist hier deutlich techniklastiger geworden. Und das ist auch gut so und das möchte ich auch beibehalten. Aus dem Grund habe ich auch meinen Kanal-Slogan geändert. Das heißt jetzt Mr. Togi, Technik trifft Natur. Also das heißt, ich möchte Natur und Technik miteinander verbinden, beziehungsweise ich bin nun mal ein Mensch, der wahnsinnig gern in der Natur ist, aber ich bin auch sehr, ich nenne es jetzt mal, technikverliebt. Na, also das heißt, ihr habt ja gesehen anhand der Powerstation, das ist ein Thema, das fasziniert mich schon ja, von Kindheitstagen an. Also ich, meine erste Powerstation damals noch mit einem normalen Bleigel-Akku hatte ich irgendwie mit 14 oder so. Ja, und genau aus dem Grund habe ich das jetzt auch auf meinem Kanal mit integriert, denn bis jetzt habe ich das Thema, also nicht bis jetzt, sondern bis dahin hatte ich versucht, das Thema Technik rauszuhalten. Ja, möchte ich jetzt einfach nicht mehr und soll einfach Teil meines Kanals werden. Genau, also in Zukunft alle Thematiken rund um das Thema Outdoor bzw. Technik oder eine Sache möchte ich auf jeden Fall beibehalten und das heißt, alle Sachen, die ich auf meinem Kanal vorstelle, sollen, können, müssen Outdoor nutzbar sein. Ja, also das ist die große Oberrubrik sozusagen. Was es auch noch Neues gibt, ist meine Webseite. Der ein oder andere wird es sicherlich auch schon mitbekommen haben. Ich habe mir in, ja, mühevoller Kleinarbeit sehr viele Nächte um die Ohren geschlagen, um eine Webseite auf die Beine zu stellen. Also wirklich tatsächlich alles selbst gestaltet, selbst programmiert in Anführungsstrichen. Also mit so einem, ich sag jetzt mal, Baukasten im Hintergrund, aber einer, der sehr umfangreich ist. Genau, und dort findet ihr unter anderem aktuelle Videos verlinkt, meine Playlists verlinkt und was vielleicht für viele sehr interessant ist, da ich auch immer wieder danach gefragt habe, es gibt dort eine Rubrik Rabatte und eine Rubrik Ausrüstung. Also das bedeutet, unter Ausrüstung, klar, findet ihr alle Gegenstände, die ich mir in irgendeiner Form gekauft habe. Ihr kennt das sicherlich von anderen großen YouTubern, die haben auch sowas. Genau, da ist alles wunderbar aufgelistet und dort findet ihr eigentlich nahezu alles. So, dann gibt es wie gesagt noch diese Rubrik Rabatte. Da sind
alle Rabatte drin, die ich in irgendeiner Form von den Herstellern bekomme, mit denen ich kooperiere. Da gibt es einmal, ich sage es mal, dauerhafte Rabatte, sowas wie jetzt bei Wattstunde aktuell oder bei Y-Food oder bei Olay. Da habe ich halt einen festen Rabattcode, der grundsätzlich immer funktioniert. Und dann habe ich unten nochmal einzelne Produkte aufgelistet, falls ich Rabattcodes habe, die wirklich nur für spezielle Produkte funktionieren. Genau, schaut dort auf jeden Fall immer mal rein, wenn ich Rabatte aktualisiere, dann immer auf der Webseite. Unter den Videos kann es sein, dass sie nicht mehr aktuell sind, aber auf der Webseite auf jeden Fall. Ja, aber nicht nur das gibt es Neues, sondern ich habe auch einen Blog eingeführt, wo ich, ja, ich sag mal, zum einen Testberichte in schriftlicher Form nochmal zusammengefasst habe. Also das heißt, es gibt oftmals zu den Videos nochmal einen Blog-Eintrag, wo auch nochmal so Hintergrundinformationen mit drin sind oder, ich sag's mal, auch bei Powerstationen so bestimmte Messungen, die ich jetzt im Video nicht gezeigt habe oder falls ich nach dem Video noch Dinge festgestellt habe, wird das halt in dem Blog auch mit thematisiert. Also da lohnt es sich auch immer mal wieder reinzuschauen, gerade in Sachen Powerstation, da gibt es ja immer so viele Updates und so viele Neuigkeiten. Genauso auch Berechnungen, wie berechne ich die Kapazität meiner Powerstation und solche Sachen, sowas findet man hauptsächlich dann auf dem Blog. Eine Neuerung, ja, haben viele von euch wahrscheinlich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Bis jetzt habe ich es zumindest nur vereinzelt in den Kommentaren gelesen. Mein Outro-Song hat sich verändert. Das heißt, ich habe jetzt einen speziell auf mich zugeschnittenen Togi-Song. Einen kleinen Ausschnitt davon blende ich euch jetzt hier einmal ein. Hey, hey zusammen, Togi hier. Ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Hallo meine Freunde, hier ist euer Lieblings-Outdoor-Fan. Mr. Togi, das ist wie sie mich nennen. Ob ich im Camper penne oder zu Fuß unterwegs bin. Was gibt Schöneres als mit der Ja, diesen Song habe ich von meinem treuesten Fan bzw. auch treuesten Unterstützer geschenkt bekommen. Also wirklich ab der ersten Sekunde. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr ihn findet. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Aber ich persönlich finde ihn mega. Ihr kennt jetzt den kompletten Song noch nicht. Da sind ganz viele kleine Details drin. Also so kleine Insider, die so im Laufe meines Kanals entstanden sind. Und man muss den Song auch wirklich dann 3-4 Mal hören, um wirklich auch alle Insider mitzubekommen. Also mega cool. Ich feiere den Song total. Ich arbeite auch gerade dran, dass er bei Instagram zum Beispiel in den Stories oben verlinkt werden kann oder beziehungsweise so als Story-Hintergrundmusik. Genau, und wenn ich es schaffe, werde ich dazu auch mal noch ein Musikvideo machen, also wahrscheinlich ein Zusammenschnitt aus mehreren Videos, passend zum Song. Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil das ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Auf jeden Fall ist das ein mega cooler Song und der wird jetzt halt immer am Ende oder wahrscheinlich auch mal zwischendurch von meinen Videos erscheinen. Vereinzelt ist auch die Frage aufgetaucht, wird dieser Kanal ein reiner Powerstation-Kanal oder ein reiner Technik-Kanal? Nein, das wird es definitiv nicht. Das ist auch nicht meine Absicht. Ihr wisst ja, bis vor kurzem bin ich noch 40 Stunden pro Woche arbeiten gegangen. Ich hatte bloß 2 Tage am Wochenende Zeit. Nebenbei noch ein kleines bisschen Familie, Freunde etc. Und meine Videos sind ja sehr aufwendig. Also das heißt, ich gebe mir sehr viel Mühe, was den Dreh angeht und auch was den Schnitt angeht. Und da war extrem wenig Zeit für andere Dinge. Gerade auch, wenn ich jetzt rausgehe zum Beispiel, das ist Zeit, wo ich teilweise den ganzen Tag draußen verbringen muss, um das halt dann auch entsprechend zu filmen in meiner Qualität, wie ich das haben möchte und so weiter. Und aufgrund von Corona und Wetter und so weiter war einfach das Rausgehen nicht wirklich möglich und habe dann entsprechend die Videos gemacht, ja, wo ich einfach die Möglichkeiten dazu hatte. Und in dem Fall waren das eben diese Powerstation-Videos. Da hatte ich eben jederzeit die Möglichkeit, das zu Hause zu testen und zu Hause zu drehen. Aus dem Grund ist jetzt auch ein halbes Jahr nur Powerstation gekommen. Aber mein Ziel ist es eigentlich, das Thema Powerstation auf dem Kanal zu halten, aber noch diese Outdoor-Themen wieder mit reinzubringen. Also vor allem das Thema Mikrocamper. Da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt, Thema Mikrocamper. Möchte ich jetzt wieder aufleben lassen, also das heißt, ich möchte jetzt wahrscheinlich am Wochenende, hier wird es jetzt sehr matschig, gut, ich habe mir einen anderen Weg gesucht. Genau, also gerade das Thema Mikrocamper möchte ich wieder aufleben lassen und jetzt am Wochenende ja, wieder einbauen.
Ne, also zurzeit ist halt der ganze Ausbau ist sozusagen rausgebaut. Das möchte ich am Wochenende wieder einbauen. Ja, da wird es auf jeden Fall noch einige Änderungen geben. Und ich habe auch schon einige neue Dinge bestellt, die jetzt in den Mikrocamper noch mit rein sollen. Andere sollen wiederum raus. Aber das werde ich jetzt wahrscheinlich alles am Wochenende erstmal einbauen. Euch ein Video drüber zeigen, wie es jetzt aktuell aussieht. Und ja, dann euch auch erklären, was ich verändern möchte. Ich sag's euch auf jeden Fall ganz ehrlich, das Thema Mikrocamper finde ich momentan mega spannend und mega interessant und ist auch für mich aktuell die einzige Möglichkeit, ja, relativ mobil unterwegs schlafen zu können, ohne viel Aufwand. Aber zukünftig würde ich ganz gern, ich hoffe, ich bekomme die Gelegenheit, ich sag's mal so, auf eine Art wirklich Camper umsteigen. Camper ausbauen ist für mich wieder keine Option, weil ich suche schon jetzt seit, kann man sagen, ein halbes, dreiviertel Jahr nach Möglichkeiten, wo ich einen Camper ausbauen könnte. Fehlt mir aber Werkzeug dazu. Mir fehlt, wie gesagt, die Halle, die Möglichkeiten der Camper selber. Wer die Gebrauchtwagenpreise zurzeit kennt, die sind ja ins Utopische gegangen. Das heißt, ist momentan einfach keine Option, weil ich es mir auch einfach nicht leisten kann. Es geht einfach nicht. Genau, deshalb ist mein Ziel jetzt eigentlich weiter zu sparen. So lang in der Hoffnung, dass ich mir irgendwann einen fertig ausgebauten Kastenwagen holen kann. Also ihr kennt die Dinger wahrscheinlich, das ist halt so von Pössl oder wie die da alle so heißen. Genau, also so eine Art ausgebauten Kastenwagen, mit wo alles schon drin ist, wo man vielleicht auch da drin arbeiten kann. Das wäre so meine Traumvorstellung, dass ich mit dem Teil losfahren kann, mich irgendwo an eine schöne grüne Wiese stellen und auch wenn es regnet, dass ich einfach dort drin arbeiten kann. Das ist halt bei einem Mikrocamper einfach nur bedingt möglich. Also das heißt, ich kann mich ja in meinem Kombi jetzt zum Beispiel gar nicht mal richtig hinsetzen, was die Sache natürlich mega kompliziert macht und auch nicht gerade angenehm für den Rücken ist, sind wir mal ehrlich. Genau, also das wäre so meine Traumvorstellung. Wenn ihr da vielleicht irgendwelche Tipps für mich habt, falls ihr selber irgendwie einen Camper habt oder so, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare oder schreibt mir per Instagram oder Facebook, wie auch immer, dass wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten können, denn ich habe in die Richtung halt überhaupt keine Ahnung und ich würde mich aber gerne mal ein bisschen informieren, also auch was Gebrauchtpreise üblicherweise sind, also außerhalb von der Pandemie. Genau, und auf was man so achten muss, wie alt ein solches Wohnmobil oder so ein Kastenwagen sein sollte, um da noch lange Freude mitzuhaben und so weiter. Also wie gesagt, wenn ihr da Ahnung habt, schreibt es mir gern mal und dann können wir uns ja vielleicht auch mal in einem Livestream etwas näher drüber unterhalten. Hätte ich mal mega Bock drauf. Ja, und einige von euch warten jetzt auch noch auf die Auslosung des Gewinnspiels, verständlicherweise. Darum machen wir das am besten jetzt im Togi News Video und wir schmeißen mal den Zufallsgenerator an. So, und gewonnen hat Krishna 2B. Richtig sympathischer Typ, der sein Wissen gern mit anderen teilt. Habe schon viele deiner Videos gesehen. Momentan fehlt mir leider das nötige Kleingeld dafür. Es wäre so toll zu gewinnen, damit ich mit meinem Vierbeiner schöne Stunden in der Natur verbringen kann. Tja, da sollte jetzt natürlich nichts mehr im Wege stehen. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und wenn du den Gewinn jetzt abholen möchtest, was du ja sicherlich tun willst, dann schreib mir doch bitte gern eine E-Mail an info@mr-togi.de. Schick mir deine Adressdaten, die leite ich dann an Checkery weiter und ja, dann bekommst du eine Checkery Explorer 500 zusammen mit einem Solar Saga 100 zugeschickt. Werfen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie geht es hier auf dem Kanal weiter? Was habe ich mir vorgenommen für die nächsten Monate? Also, nächstes Thema, wie ich schon angekündigt habe, auf jeden Fall Mikrocamper. Wie ich das Ganze jetzt machen möchte, weiß ich noch nicht. Seht ihr dann wahrscheinlich in dem Video. Tja, auf jeden Fall mit dem Thema Powerstation geht es weiter. Es wird in Zukunft die EcoFlow-Modelle geben. Ich habe ja jetzt eine Kooperation mit Wattstunde, wer das noch nicht mitbekommen hat. Wattstunde hat ja die EcoFlows im Angebot und es gibt auch einen allgemeinen Rabattcode für Wattstunde. Den findet ihr, wie gesagt, auf meiner Webseite, wenn ihr euch für eine EcoFlow interessiert. Auf jeden Fall kommt demnächst die EcoFlow 600 Max, heißt sie, glaube ich, genau, und vermutlich auch noch die EcoFlow Delta. Dann habe ich noch geplant, nochmal ein Review über Solarpanels zu machen, weil das letzte Review war ja so ein bisschen, ja, ich hatte nicht die passenden Adapter dabei und ja, wusste jetzt auch nicht, welche Station jetzt wie viel Strom aus dem Solarpanel zieht und so weiter. Also das würde ich gerne nochmal ordentlich machen, aber dafür muss halt das Wetter einfach mitspielen. Ich brauche ordentlich Sonne dafür. Genau, dann möchte ich das auf jeden Fall nochmal wiederholen.
Ja, gegen Herbst oder beziehungsweise dann wahrscheinlich eher Winter, denn ich schaffe ja nur alle 2 Wochen ein Video, geht es natürlich mit dem Prepper-Projekt weiter. Da fehlt jetzt aktuell noch, glaube ich, Kommunikation. Da habe ich auch ein bisschen was dazu zu erzählen. Ich würde mir ganz gerne mal einen Fluchtrucksack zusammenstellen. Da habe ich auch momentan noch gar keine Ahnung davon. Da wird es wahrscheinlich in die Richtung noch weitergehen, aber dann tendenziell wirklich eher so frühestens Dezember wahrscheinlich. Wenn ihr übrigens irgendwelche coolen Ideen für mich habt, irgendwelche genialen Outdoor-Gadgets, die vielleicht auch irgendwie so, ich sage es mal, neu am Markt sind. Ich denke jetzt sowas an wie eine coole elektrische oder akkubetriebene Kaffeemaschine oder eine besonders geniale Outdoor-Lampe, Laterne mit Solar vielleicht oder also irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, das ist jetzt innovativ, das ist was Neues und hier liegt eine kleine Blindschleiche, wie es aussieht. Ich gehe mal außen rum. Ja, wenn ihr da irgendeine Idee für mich habt, schreibt es mir gern per Facebook, per Instagram, je nachdem, was ihr habt. Gegebenenfalls auch per E-Mail oder eben auch unten in die Kommentare. Ich bin immer auf der Suche nach irgendwelchen coolen Gegenständen, die ich hier auf dem Kanal zeigen bzw. auch testen könnte. Was ist jetzt eigentlich gerade so aktuell Thema bei mir? Also Thema bei mir ist auf jeden Fall Nummer 1 die Arbeit aktuell. Wir haben wahnsinnig viel zu tun auf Arbeit, trotz meiner 32-Stunden-Woche. Das beschäftigt mich aktuell sehr. Auf jeden Fall, ich habe mir einen Trangia gekauft. Also das heißt einen kompletten Trangia Sturmkocher, die Dual-Saal-Variante, also mit Edelstahl. Genau, hauptsächlich eigentlich für den Mikrocamper, weil ich das genial finde, dass man eine Pfanne hat, 2 Töpfe, das Ganze mit entweder halt Bioethanol oder mit Gas betreiben kann. Ich habe mir dazu noch diesen Gaseinsatz bestellt. Genau, nimmt einfach unglaublich wenig Platz im Mikrocamper weg und man hat trotzdem 3 Kochutensilien dabei. Finde ich mega cool, das Ding will ich im Mikrocamper definitiv ausprobieren, beziehungsweise auch im Wald. Kann man ja für Verschiedenes nutzen. Genau, das ist aktuell. Ich habe mir einen Tarp gekauft. Hauptsächlich dafür, wir haben einen Teich bei mir relativ in der Nähe, wo wir uns aufhalten dürfen. Da ist aber nichts überdacht oder sonst irgendwas. Dafür habe ich mir unter anderem jetzt einen Tarp geholt. Vielen Dank an Dennis geht raus an der Stelle übrigens für die Empfehlung, dass ich dort einfach eine Art Sonnenschutz, vielleicht auch Regen- und Windschutz habe. Zweite Verwendungsmöglichkeit, auch wieder für den Mikrocamper. Ich möchte das Tarp ganz gern oben an der Dachreling festmachen und mir so ein kleines Vorzelt spannen können damit. Das wäre so die zweite Variante. Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich gerade stark auf der Suche nach Optimierungen und so ein paar neuen Gadgets, die ich euch natürlich nach und nach entweder in den entsprechenden Videos zum Mikrocamper oder halt einzeln auch mal vorstellen werde. Tja, dann natürlich das Thema Webseite beschäftigt mich immer noch extrem, weil ja, die muss einfach mit Inhalt gefüllt werden, logischerweise. Also das heißt Blogartikel schreiben, so Suchmaschinenoptimierung und also ganz viele Kleinigkeiten noch im Hintergrund, auch noch so ein paar Dinge, die noch nicht so richtig funktionieren, Verlinkungen und so weiter. Da sitze ich auch noch dran, neben Videoschnitt, neben Videos produzieren, neben Konzepte schreiben, neben Arbeiten gehen, neben Freunde, Familie. Ich brauche nicht weiterreden. Viel zu tun, aber wie gesagt, es macht mir unheimlich viel Spaß. So, zu guter Letzt würde mich einfach nochmal interessieren, wer ist denn jetzt eigentlich alles noch auf dem Kanal da? Der Kanal lebt ja, oder beziehungsweise auch meine Ideen leben ja zum Teil auch von euch. Das heißt, ich bin ja auch ein Stück weit abhängig, was ihr in die Kommentare schreibt, was ihr sehen möchtet, warum ihr hier seid und so weiter. Mich würde es einfach mal interessieren, warum ihr hier auf dem Kanal seid, was euch besonders gut gefällt, was euch vielleicht nicht so interessiert. Haut einfach mal in die Tasten, schreibt mal unten ein bisschen was rein. Ich möchte einfach mal, mal wieder so ein kleines Feedback haben, denn wir sind über 7500 Abonnenten hier auf dem Kanal, aber ja, Kommentare habe ich immer so um die 100 bis 150 in etwa. Also ich denke, da geht schon noch ein bisschen mehr. Ich würde mich freuen, wenn die Leute, die halt sonst üblicherweise stille Zuschauer sind, vielleicht mal unten einen kleinen Kommentar hinterlassen und mal wieder zeigen, hey, hier bin ich, ich gucke noch zu. So, wer sich mein Geschwafel bis hierhin angehört hat, für den gibt es nochmal zur Belohnung einen Teil des Tugi-Songs im Abspann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, Fragen oder Anregungen immer unten in die Kommentare. Die lese ich regelmäßig und beantworte sie auch zu fast 100%. Ja, solltet ihr mich noch nicht kennen und mich vielleicht durch dieses Video gefunden haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Hier gibt es spannende Themen rund um das Thema Outdoor und Technik. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zu meinem nächsten Video.
Macht's gut, Leute. Ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Das ist mein Ding, dabei hab ich voll den Durchblick. Gaskocher, Luftmatratze, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist. Ja, ich bin Mr. Togi, verbind Natur und Technik. Also hopp auf meinen Channel und gib mir einen Klick. Solar Panel Powerbox, ich mache den Stresstest und sag euch ehrlich, wenn dein Gadget einfach zu schlecht ist.